Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wollen wir mal von Birke di Minuto. Ja, das sind so eine Art 5-Minuten-Terrine. Nur halt eben nicht von Maggi oder von Knorr, sondern die hier sind von Birke. Ich habe die 3 Stück von Edeka mal mitgebracht. Da ist einmal hier Käse-Nudeltopf. Dann haben wir einen Ratsherrentopf und wir haben die klassische Spaghetti Bolognese. So, und das werden wir heute mal zusammen so eine Art Battle machen und werden mal schauen, welche da von am besten ist, ob die gut sind. Ich weiß es nicht. Ich habe Birke di Minuto eigentlich noch nie probiert. Das ist jetzt das erste Mal. Gut, dann haben wir hier bei dem ersten Topf die Zutatenliste. Könnt ihr euch dazu wieder das Video anhalten. Hier ist die Nährwerttabelle. Auch hier geht wieder anhalten, gucken. Dann haben wir hier den Ratsherrentopf. Da haben wir hier auch wieder die Zutatenliste. Und hier haben wir die Nährwerttabelle. Und als letztes haben wir hier Spaghetti Bolognese. Und hier auch die Nährwerttabelle. So, und wie gesagt, ihr könnt das Video dazu gerne anhalten. So, ich mache jetzt erstmal den Wasserkocher an, damit das auch wirklich heiß ist, das Wasser. Ja, und jetzt werden wir gleich erstmal die aufmachen. Wie funktioniert das? Kochendes Wasser bis zur Markierung aufgießen. Nun sofort umrühren und gegebenenfalls noch einmal bis zur Markierung nachgießen. 5 Minuten ziehen lassen, gelegentlich umrühren. So, dann machen wir also hier schon mal das erste auf. Bis zur Markierung. Aha. Das ist da also Wasser auffüllen. Gut. Dann einmal. Zack. Und jetzt wird natürlich umgerührt, so wie es sein soll. Und ein bisschen noch nachfüllen, nicht viel. Zack. So. Das Ganze wird natürlich jetzt verschlossen. So, jetzt kommt der Ratsherrentopf dran. Auch den machen wir auf. Füllen bis zur Markierung das Wasser auf. Zack. Rühren den auch um. Ja, hier braucht nichts nachgegossen werden, hier stimmt die Markierung. So, den verschließen wir natürlich genauso wieder. Und als letztes jetzt Spaghetti Bolognese. Den machen wir jetzt auch noch auf. Bis zur Markierung aufgefüllt. Zack. Auch hier umrühren das Ganze. Wichtig ist dabei, dass es richtig umgerührt wird. Ich nehme mal an, da
nehmen sich die 5-Minuten-Töpfe, egal von welcher Sorte, nichts. Das merkt man dann, wenn es dann sich aufgelöst hat. Auch hier müssen wir auch noch ein bisschen nachkippen. Das ist also bei den von Maggi-Töpfen nicht so der Fall. Da kippt man bis zur Markierung und dann reicht das. Also saugen die hier doch schon einiges mehr an, ich sage mal, Wasser auf. So, auch diesen hier werden wir verschließen. So, und ich werde von Zeit zu Zeit die Töpfe umrühren. Lasse natürlich die Kamera logischerweise nicht so lange laufen, weil das braucht ihr ja nicht euch mit anzugucken. Umso länger wird das Video. Ich mache jetzt hier einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. So, die 5 Minuten sind rum. Ich habe ab und zu mal umgerührt. Und jetzt wollen wir es zum letzten Mal aufmachen. Hier ist einmal jetzt die Käse-Sahne-Nudeln. Ja, es riecht ein bisschen nach Schinken, aber Käse? So, hier haben wir jetzt den Ratsherrentopf. Ja, der riecht ein bisschen wie, wie soll ich sagen, Suppe. Und als letztes haben wir hier natürlich die Spaghetti Bolognese. So, auch die nochmal umrühren. Ja, riecht ein bisschen, ja, man riecht so ein bisschen Bolognese-Soße mäßig. So, jetzt haben wir hier alle drei Töpfe und jetzt bin ich mal gespannt, wie was schmeckt. Wir fangen also hier an mit dieser Käse-Sahne-Soße. So sieht das von nahem aus. So, ich will mal nicht zu dicht dran gehen, dass die Linse nicht wieder beschlägt. Ja, man schmeckt so ein bisschen den Käse raus, aber was hier komischerweise extrem ist, dieser Schinkengeschmack, der auch nach Schinken riecht. Käse-Nudeltopf ohne Zusatzstoff, Geschmacksverstärker und ohne Farbstoff. Tja, gedrehte Bandnudeln mit Käsecreme mit Schinken. Aha, gut. Daher also dieser extreme Schinkengeruch und auch Schinkengeschmack. Ja, ich sage mal, ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber mir schmeckt es eigentlich ganz gut. So, probieren wir jetzt diesen Ratsherrentopf. Da bin ich jetzt auch mal gespannt drauf. Schmeckt so ein bisschen. Man schmeckt die Nudel raus, so einen leichten Bratensaftsoße, so leicht. Und was natürlich extrem ist, ist hier diese, ja, ich weiß nicht, ob das Zwiebeln, Lauchzwiebeln oder sowas sind, das werden wahrscheinlich Lauchzwiebeln sein, dieser leicht zwiebelige Geschmack. Also das ist so ein Zwischending zwischen Suppe, normaler Suppe und, ich sage mal, eine Suppe mit so einem leichten Bratensaftaroma. Ist nicht schlecht, schmeckt auch nicht schlecht. So, und jetzt
probieren wir die Spaghetti Bolognese. Die sehen so aus. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Ja, da schmeckt man schon diese, ich sag mal, Bolognese-Soße raus. Diesen Fleischanteil von dem Gehacktes, das schmeckt man ganz deutlich in dieser Soße. Eine leicht fruchtig, süß-saure Soße ist das. Mit so einem, ja, man hat das Gefühl, als wenn da richtig Gehacktes drin ist. Und ich muss sagen, von Birke, die hier, die sind geschmacksintensiver wie von Maggi. Von Maggi die ganzen 5 Minuten Terrine, da habe ich ja nun auch schon etliche hier probiert. Die schmecken so, ich sage mal, durch die Bank weg künstlich. Aber diese hier, die haben richtig natürlichen Geschmack, kann man bald sagen. Die schmecken also richtig, richtig gut. Ja, welches ist nun mein Lieblings, mein Lieblingsessen? Ich würde sagen, ganz, ganz, ganz knapp ist vorweg der Ratsherrntopf, aber nur ganz knapp. Gleich davon gefolgt von dem Käse-Sahne und zum Schluss die Spaghetti Bolognese. Wobei ich jetzt sagen muss, für alle drei gibt es 5 Sterne, weil geschmacklich sind alle drei, ich sage mal, sehr gut, kann ich mit ruhigem Gewissen weiterempfehlen. Also Birkel ist da wirklich, ich sage mal, gegenüber Maggi, ja, ich will bald sagen, 3-4 Nasenlängen voraus, geschmacklich gesehen. Und von daher, also Birkel kann ich nur weiterempfehlen, schmeckt sehr, sehr gut, wobei von diesen dreien ich jetzt, wie gesagt, den Ratsherrentopf vor den anderen beiden vorziehen würde. Danach kommt gleich der Käsetopf und danach kommt der Bolognese, Spaghetti Bolognese Topf. Wobei alle drei sehr lecker schmecken, das darf man nicht vergessen. Bloß halt eben eine kleine Division oder eine Differenzierung zwischen den und den und den. Es ist nur minimal. Also wenn ich jetzt die Wahl habe, das nächste Mal und ich nehme mir wieder einen Becher mit oder ich nehme mir nur einen Becher mit und habe dann von diesen dreien die Wahl, dann würde ich doch lieber zu dem Ratsherrentopf oder eventuell auch zu dem Käse-Nudeltopf greifen. Wäre jetzt nur Spaghetti Bolognese da, wäre es auch nicht schlimm. Wie gesagt, sie schmecken alle drei richtig gut, deswegen kann ich es auch weiterempfehlen. Gut. So, jetzt will ich aber das Video nicht länger noch in die Länge ziehen, wie es unbedingt sein muss. Das war jetzt dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt es natürlich auch wieder teilen auf Facebook, auf Google+, auf Instagram, wo immer ihr wollt, habe ich absolut nichts dagegen. Über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich auch freuen. Und über ein Abo würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.